Servus hier, BB2K Airsoft Channel. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt, obwohl ja von mir kommt ja nicht so regelmäßig jetzt Videos. Gefühlt wird mehr nur ausgepackt oder irgendwo rumgetrieben als wirklich ein Review gemacht. Und so auch leider heute habe ich nur einen Karton für euch zum Auspacken. Aber der Inhalt, ja, der ist wirklich nicht schlecht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das hier nach Deutschland kommt in der Art und Weise. Bedanken muss ich mich dafür erstmal bei Sniper AS, die mir hier diesen wunderschönen braunen Karton hier zur Verfügung gestellt haben. Beziehungsweise, ja, was da drin ist, das seht ihr hier oben schon in der Videobeschreibung. Heute packe ich ja eine Challenge-Jack Shotgun aus. Und zwar die DM870 von Dominator. Und ich rede nicht so viel. Während ich rede, packe ich einfach mal aus. Das beschleunigt die Sache ein wenig. Ja, eine Shell Eject Shotgun und wieder ein M870 Remington System. Aber, und das Besondere an dieser Dominator M870 ist die Verarbeitung. Ja, also hier wurde auch nur auf Stahl gesetzt und auch die Internals sind teilweise aus Stahl gefertigt, was die Stabilität der Shotgun wirklich richtig höher liegen lässt. Wenn man das hier mit der alten Tanaka oder mit dem PPS-System vergleicht, so gesehen ist eigentlich die PPS und auch die Dominator, die ich hier auspacke, entsprechend dem Tanaka-System, aber halt viel, viel verbessert. Oh! Ich habe die jetzt hier gerade in der Hand, den Karton, der ist höllisch schwer. Und da merkt man auch schon, dass hier Stahl verbaut ist. Da ist sie, der Karton. So sieht die Dominator-Verpackung aus. Sehr unscheinbar. Mit Tragegriff und hier auch nochmal verschnürt das Ganze. Jetzt werden wir mal hier dieses verschlossene System öffnen. Und dann gucken wir uns endlich mal diese Shotgun an. Ja, zur Verfügung gestellt von Sniper AS. Die haben die Dominator M870 nach Deutschland geholt und ich freue mich wirklich, weil, wie gesagt, die anderen Systeme sind wirklich ziemlich anfällig und wer da wirklich Dominator, Terminator mäßig unterwegs sein will und Einhand-Pumping machen will, der wird nicht viel Freude mit PPS oder Tanaka haben. Mit dem Teil ist wohl alles möglich, was sich das Shotgun-Herz so erhofft von einer Pump-Action-Flinte. Und ob es so ist, das werden wir jetzt sehen. Ich habe jetzt hier schon mal geöffnet und jetzt schauen wir uns mal das Innenleben an. Ich drehe um. So, dann gucken wir uns das mal an, wie das hier verstaut ist. Nochmal geschützt mit Styropor. Haben wir hier erstmal eine kleine Pappanleitung. Dann haben wir hier, ich denke mal, das ist hier die Ladehilfe für die Shells. Dann haben wir hier auch schon mal zwei Shotgun-Shells von Dominator mit dabei. Fassungsvermögen 3 BBs pro Ladung. Soll oder ist kompatibel auch mit den Mad Bulls oder mit den PPS Aluminium-Shells. Werde ich später im Review mal nachtesten. Ich habe sie auch hier an der Seite mal zu liegen. Vielleicht kommen wir noch dazu, mal gucken. Also, zwei Shotgun-Shells. Dann haben wir hier einen Lauf. Oh, allein der Lauf ist schon höllisch schwer. Da ist er. Die wird genauso zusammengesetzt wie die Real Steel M870 und das werden wir jetzt hier auch gleich live mal machen. Also hier dieser schwere Stahllauf. Dann das System selber. Mal gucken, alles schön in der Tüte verpackt. Ja, oh Mann, Mann, Mann. Oh. Also hier hat man richtig, richtig was in der Hand. Nicht umsonst Stahl. Das Teil wiegt hier so 3790 Kilo, Gramm, nicht Kilo. 3790 Gramm. Also kommt an die echte ran. Ganz, ganz, ganz nah. Und jetzt setze ich mich mal hin. Und dann bauen wir mal dieses Shotgun hier zusammen. Und wenn das wirklich so ist wie bei der echten, dürfte das eigentlich ganz schnell gehen. Und zwar brauchen wir hier nur die Schraube hier öffnen von der MagTube. Und dann einfach nur den Lauf aufsetzen.
einrastet. So, festschrauben. Und wir sind ready to go. Da ist sie, die Dominator DM870. 3790 Gramm Vollstahlbauweise mit ABS Schaft, Pumpgriff und hier sogar gummierter Schaftauflage. Macht das hier schon in der Hand einen richtig ordentlichen Gesamteindruck. Der Preis ist auch ordentlich, 479 Euro kostet das gute Stück bei Sniper AS. Wenn man das vergleicht mit der PPS, die kostet so um die 270, ist das hier schon mal ein Aufpreis von 200 Euro. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, die PPS ist zwar sehr schön und auch sehr günstig, aber wer damit richtig rumarbeitet und rumpumpt und macht und tut und rumzockt, der wird irgendwann Probleme haben, dass das Teil einfach kaputt geht. Das hat man auch schon viel in den Foren gelesen und das hat mich eigentlich auch immer abgeschreckt, so eine Shotgun vom PPS zu holen. Aber hier, dieses Stahlmonster, ja, also da kann man ja wirklich hier auch mal so machen. Peng! Oder dass man Sorgen haben muss, dass das Teil so schnell kaputt geht. Wie gesagt, alles Stahl. Ich habe hier auch mal einen Magnet dabei. Gucken wir mal gleich, was Sache ist. Der Lauf ist aus Stahl. Die MagTube ist aus Stahl. Die Ladestange ist aus Stahl. Gehäuse ist aus Stahl. Trigger, also die ganze Trigger-Unit ist sogar aus Stahl. So. Auswurffenster aus Stahl, ist die Kralle, ist ja auch sehr, sehr spannend. Warte mal, ich guck mal. Die Auswurfkralle ist auch aus Stahl, das ist ja auch das, was sich sehr, sehr schnell abnutzt. Ja, und ein paar Internals sollen auch aus Stahl sein, aber das schauen wir uns dann im Review an. Ja, das ist sie, 479 Euro. Und ich muss sagen, ich habe hier die Shells. Ich denke, wir müssen das jetzt mal ausprobieren, oder? Ob das auch wirklich Shell Eject ist. Gucken wir uns das mal an. Laden typisch wie eine Pump Action hier unten rein. Die Shells und jetzt geht's los, durchladen. Und ich setze mir eine Schutzbrille auf. Man kann nie wissen, was los ist, aber man will sich ja nicht verletzen und man will ja auch Vorbildfunktion haben. Und jetzt wollen wir uns das mal angucken. Shell Eject. Funktioniert einwandfrei. So, und weil ich euch gesagt habe, ich probiere mal aus, ob auch noch andere Shells funktionieren. Ich denke mal, die Zeit geben wir uns mal. Ich habe hier nämlich noch, wo sind die denn? Da. Kann ich euch auch mal zeigen, bin ich auch noch nicht zugekommen. Das ist zum Beispiel was von PPS, die musste ich mir kaufen schon vor einem Jahr. Das ist die XM26. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch bei Sniper zu kaufen gibt. Hatte ich damals bei Sniper geholt. Ist wirklich richtig abgefahren, das Teil. Da müsste eigentlich noch Gas drin sein. Jo, ist sogar. Auch mit Shell Eject. Aber jetzt probieren wir mal aus, ob hier diese PPS-Hülse funktioniert. Lad sie noch mal rein. Also reinladen geht schwer. Durchladen geht. Löst auf, ejected auf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da zwei von reinladen kann. Das probiere ich jetzt auch nochmal aus. Zwei PPS-Hülsen. Das klemmt mich hier irgendwie. Ja, es klemmt. Also Christ. Also PPS passt nicht. Die PPS-Shells funktionieren im Einzelschuss nur, aber ich kann sie nicht in die Röhre laden. Kann jetzt hier was mit dem Durchmesser zu tun haben, dass der ein Stückchen größer ist, sieht auch so aus, als die Dominator-Hülsen. Also dadurch könnt ihr euch schon mal aufschreiben, PPS-Hülsen braucht ihr nicht kaufen, obwohl die ziemlich günstig sind.
Da kostet, was waren dann? Fünferpack kostet hier 33 Euro von den PPS-Hülsen und ein Viererpack hier von den Dingern kostet 50 Euro. Also ein richtig, richtig doller Aufschlag hier. Ihr könnt ein bisschen sparen. Es gibt auch 249er Pack für 249 Euro. Da könnt ihr dann richtig loslegen. Aber wie gesagt, später, es sollen auch noch Mad Bull Hülsen passen. Das hole ich jetzt auch mal raus. Das sind die Dinger hier. Mad Bull Hülsen gibt es ja auch schon lange nicht mehr zu kaufen. Gucke ich mal, ob die Dinger hier reinpassen. Ja, ist genau das gleiche. Geht nicht. Also, ich kann zwar durchladen. Aber die lässt sich so nicht mehr rausholen, also die Mad Bull Hülsen passen auch nicht. Da habe ich mir jetzt auch noch ein Eigentor geschossen wieder. Mal sehen, wie ich das denn hier gelöst kriege. Was es noch an Zubehör gibt für die Dominator, das kann ich euch auch noch mal sagen. Also wer hier unbedingt eine Rail drauf haben möchte, der kann sich noch so eine Top Rail kaufen. Die kostet so um die 25 Euro, blende ich alles mal ein. Dann gibt es für die Dominator noch ein AR Kit. Dann haben wir hier so ein Standard AR-15 Tube hier mit Griff und Pumpe. Dann sieht das alles ein bisschen moderner aus. Dann gibt es auch Mac Tube Extension. Einmal die 6.1. Dann seid ihr hier ungefähr bündig. Finde ich ganz schick. Kostet 45 Euro. Dann gibt es das Ganze auch noch länger mit 8.1 Extension für 60 Euro. Und ja, was ich vermisse, vielleicht noch einen kurzen Lauf, damit man das so kurz lassen kann, das wäre nicht schlecht. Und dann würde ich gerne mal testen, ob hier von meiner Tanaka hier der Klappschaft doch drauf passt. Dann ist das natürlich auch richtig, richtig sexy. Ja, und das soll es gewesen sein von meinem Review, Preview von der Dominator DM870. Schon mit einem kleinen Test der ganzen Shells. Also wir haben festgestellt, PPS-Shells funktionieren nicht, Mad Bull-Shells funktionieren nicht. Ihr müsst die Dominator-Shells holen. Ja, so sieht's aus. Ja, und wer dann irgendwann mal Interesse hat, auch hier auf diese XM26, der kann mich auch noch mal anschreiben. Wir hatten schon mal ein Video angefangen davon beim Gas Empire Forum, wo wir bei Sniper S waren. Ist dann aber leider nicht fortgesetzt worden. Das müssen wir also unbedingt nochmal nachholen. Vielleicht schaffe ich das sogar mal mit den Jungs von Gas Gun Empire, das hier mal fertig zu kriegen. Ja, und ihr wisst, machen wir gleich mal weiter. Ich habe hier auch noch das Baby hier. Die Cam M870. Und hier muss ich sagen, auch ein Unterschied. Die ist auch sehr solide, aber nicht aus Stahl gefertigt. Das merkt man auch hier beim Gewicht. Das Ding ist wirklich höllisch schwer. Und vielleicht schaffe ich es auch nochmal von der Cam 870 ein Review zu machen. Und weil wir schon beim Shotgun sind, ja, muss ich jetzt zeigen, was ich alles habe. Kann das sein? Habe ich mir nämlich auch noch geholt. Haben wir hier noch ein ganz altes Shell-Eject-System. Und zwar von Marusen, die M1100 Revision. Die ist auch richtig schön. Da habe ich auch noch ein paar Hüllen. Da ist nämlich... Und dann ist hier in den Shells hier nämlich kein Gas drin. Das Gas befindet sich hier im Tank und dadurch können wir hier bis zu 10 Bibis reinmachen. Das ist einmal ein Vorteil im Gegensatz von diesen PPS. Da passen nur 3 rein, aber wir haben nicht so viel Druck. Aber ich kann es euch auch noch mal zeigen. Das Ding ist irgendwie auch ziemlich sexy. So. Machen wir hier mal so richtig Shell Eject Action. Ups. Okay, und jetzt pass auf. Zack. Und die letzte haben wir auch noch raus. Na, die will nicht. Die will wohl nicht. Irgendwie funktionieren bei mir heute die ganzen Shell-Eject-Sachen nicht. So, dann haben wir jetzt hier also volle Kanne Pump-Action auf dem Tisch. In allen möglichen Größen. Ja, und das war mein Auspackvideo gewesen. Von der Dominator M870 mit noch ein paar Extras. Produktlinks packe ich euch in die Videobeschreibung. Ein Dank geht nochmal raus, ein fetter Dank an Sniper S, die mir hier die Dominator für ein Review zur Verfügung stellen. Das Review wird folgen. Wann muss ich sehen? Ich muss jetzt wirklich richtig, richtig Gas geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier noch ein dickes Monster. Ihr wisst Bescheid, die Minigun muss noch gemacht werden.
Dann habe ich noch Taschenlampen noch fertig zu machen. Ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Dann vielleicht noch das Video von den Airsoft Operations. Das muss ich auch noch zusammenschneiden. Dann muss ich euch noch zeigen, ob denn das Holzkit an die LC3 passt. Das muss ich euch noch zeigen. Dann habe ich immer noch die ICS Tubular da. Die muss ich auch noch machen. Ich habe so viel zu tun und so wenig Zeit. Liegt auch daran, weil ich laber so viel. Ja, das ist mein Problem. Vielleicht muss ich einfach kürzer und kompakter werden. Dann klappt das auch mit den regelmäßigen Reviews. Das war es aber von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel und hier die Dominator M870. Wir sehen uns beim nächsten Review, Unboxing, was auch immer. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Bruce.